liebe Bundesbürger und willkommen zu unserem quasi Videopodcast mitten aus dem Rande von Berlin diesmal. Diesmal nicht aus dem Studio. Es ist ein wunderbarer sonniger Tag. Diesmal auch keine linken Bashing. Aber also, es ist echt arschkalt, also wirklich arschkalt. Ich dachte mal, wir gehen mal ein bisschen spazieren mit euch. Ferdinand hat. Das ist so typisch Deutsches, ne? Spazieren gehen. Ja, das ist aber schön. Immer. Der Deutsche fit. Und sein Wald. Ja. Ist kaum Wald, aber wir haben ein bisschen Grün gefunden, ein bisschen Wasser. Zeigen wir euch jetzt ein bisschen und machen uns ein paar Gedanken zur aktuellen Situation. Siehst du das? Ist das nicht geil? Kennt ihr Jaksa von Köpenick? Das war hier meine slawische Siedlung. Geschichtsstunden, warte. Das ist ja, erzähl. Das war hier meine slawische Siedlung. Also Spandau und Köpenick sind beides Bezirke in Berlin, die eigentlich nicht, die so eine gewisse Unabhängigkeit noch haben. Und Jaksa von Köpenick war ein slawischer Fürst. Der hat sich zum Christentum konvertieren lassen. Er ist zum Christentum konvertiert vor, weiß nicht, 1000 Jahren, schon eine Weile her, als die Askanier, also die Brandenburger, sich hier damals die Brandenburger Mark zu eigen gemacht haben. Story vorbei gleich, ich komme gleich zum Punkt. Das war irgendwo in Spandau an der Spree oder an der Havel, ich weiß es nicht. Und der Jaksa von Köpenick, dieser slawische Fürst, hat halt gegen die christlichen Deutschen gekämpft. Er selber war aber Heide. Und dabei haben ihn die christlichen Ritter dann verfolgt. Und er musste mit seinem Pferd und seiner gesamten Rüstung in den Fluss springen. Und die haben da Pfeile hinter ihm nachgeschossen, also geht die Legende und so weiter. Und die Deutschen haben ihn verfolgt, wir kriegen dich, Jaksa. Und Jaksa war halt so eigentlich eher, der nicht an Gott geglaubt hat, wie so an die heidnischen Götter geglaubt hat. Aber in der Mitte des Flusses, er war fast am Absaufen, hat er den Kopf nach oben gestreckt, in seiner schweren Rüstung, konnte kaum noch schwimmen. Jesus, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir, aus dieser Lage rauszukommen. Und wenn du mich rettest, dann werde ich zum Christentum übertreten. Und wie durch ein Wunder, er hat es wirklich auf die andere Seite geschafft, ne, des Flusses. Er konnte seinen Verfolgern entkommen und ist dann zum Christentum konvertiert. Von den ganzen Vögeln. Junge, filmst du jetzt gerade? Leute, es ist arschkalt, ey. Ich sag's euch, aber das trügt. Übel. Du kommst doch, ich dachte, du kommst aus Sibirien. Ja. Was meinst du, warum ich nach Deutschland geflüchtet bin? Weil es wärmer ist, ne? Muss ich dich täuschen. Ja, gerade unterwegs ein bisschen überlegt, wie könnte man eigentlich diese Wirtschaftskrise überleben, beziehungsweise überstehen, also volkswirtschaftlich gesehen. Und da gibt es ein paar Ideen. Ne? Die Sache ist, die Bundesregierung macht wieder, was sie gut kann, Geld verteilen. Ja? Sie sagen, hier, da könnt ihr Geld haben, hier werden wir Fonds aufrecht aufstellen ganz viel und so weiter. Geben. Erstmal hast du ein wahnsinniges Bürokratiemonster. Du musst irgendwelche Anträge ausfüllen und die in 2 Monaten genehmigt werden, obwohl du es jetzt brauchst, das Geld. Da muss ich sagen, hat Bayern schon vorbildhaft gezeigt, wie es geht. Da muss ich mal sogar den Söder loben, obwohl wir das aber so... Aber mach das nicht so oft, das reicht. Du bist trotzdem eine Mogelpackung. Ja. Aber die haben zum Beispiel die ganze Steuervorauszahlung erstmal den Unternehmen zurückgezahlt. Das könnte man noch weitergehen. Jetzt könnte man noch sagen, dass man ganz schnell die Mehrwertsteuer senkt, dass der Einkauf bei den Leuten günstiger wird. Das heißt auch, dass Geld direkt bei den Leuten ankommt. Das wäre auch noch eine Maßnahme. Das heißt massiv Steuern senken. Das ist jetzt eigentlich... Das wäre eine gute Direkthilfe, ne, für genau. Viele. Da hat man nicht den Staat dazwischen, der wieder irgendwelche Gelder verschenkt. Dann könnte man natürlich sagen, okay, viele heulen rum, jetzt sind alle im Homeoffice, Internet ist zu langsam, wenn Netflix abschalten. Warum Netflix abschalten? Man kann ja auch die Öffentlich-Rechtlichen abschalten. Ja, danke. Im Internet, ne? Aber generell GEZ-Beitrag wäre erstmal eine Sache, den zumindest mal auszusetzen. Ja, ja gut, das wäre jetzt symbolisch, ne? Ja gut, aber ein paar hundert Euro im Jahr haben. Ja, klar, genau. Ne? Also, es ist halt, aber das ist genau seine Sache, ja, ja. Klar. Die Enten haben das Schiff da gekapert, das ist ja witzig. Dann natürlich die ganzen Flüchtlings... Junge, filmst du jetzt gerade?
die Enten sind Piraten. Bist du ein... Sorry. Ja, aber es gibt doch ein paar Sachen, die positiv in dieser ganzen Geschichte sind. Die Leute merken endlich wieder, wer in diesem Land wirklich wichtig ist, wer hat einen guten Job, wer trägt wirklich was zur Gesellschaft bei. Von wem haben wir länger nichts mehr gehört? Von den ganzen Medienmenschen, von Greta Thunberg, von den ganzen linken Aktivisten und Vereinen. Die fühlen sich jetzt alle ziemlich nutzlos, weil auf wen kommt es an? Es kommt an auf Krankenschwestern, genau. Polizisten, Pfleger, ja, Leute, die an der Kasse stehen. Diese ganzen Leute, die eigentlich über die Jahre hinweg eigentlich stiefmütterlich behandelt wurden von der Politik und von den Medien. Auch so Leute mit einem ganz normalen Ausbildungsberuf. Ja, also jetzt sieht man, die werden gebraucht. Ne? Und auch die Bundeswehr kommt jetzt wieder zum Einsatz, nachdem man jahrelang die Truppe kaputt gespart hat und die das Reservisten hier immer weiter geschrumpft hat. Und was braucht man überhaupt nicht in der ganzen Krise? Was? Die EU. Ja, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Nee, die überhaupt nicht. Keinen Sinn und Zweck mehr. Alle Nationalstaaten haben ihr eigenes Konzept, wie sie damit umgehen. Alle schließen ihre Grenzen. Ich glaube, Tschechien schließt seine Grenzen für ein halbes Jahr. Ja. Und jeder kämpft im Grunde für sich alleine. Das ist ironisch. Ja. In der großen Krise, wo eigentlich, man müsste eigentlich sagen, dass in den großen Krisen ja Staaten zeigen müssen, was sie wirklich können. Und jetzt sieht man, welche Staaten ein gutes Konzept haben und welche nicht. Und in ein paar Wochen und ein paar Monaten werden wir dann sehen, welchen europäischen Staaten es dann gut geht und welchen eben nicht. Ne? Ich glaube zum Beispiel, dass eben die Abschaltung der Wirtschaft, wie es jetzt hier verfolgt wird, katastrophale Auswirkungen haben wird. Jo, und ich denke, die EU wird sich massiv verändern danach. Ob sie noch überhaupt so bestehen bleibt, ist eine Frage. Auf jeden Fall wird es, hat sogar ja Kurz gesagt, es wird eine Zeit nach Corona geben und die wird anders sein. Definitiv. Auch die Republik wird eine andere sein. Ja. Gut, das war das Wort zum Sonntag.